Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier von Frank the Tank von Streetlights.de und Roller.com. Meine Freunde, heute machen wir mal ein ganz anderes Video und zwar mal wieder ein Unboxing-Video. Warum, weshalb, wieso, kann ich euch erklären. Hier liegt ja unser Maxi-Motor, den wir gerade für die Interjet Dragster 125 am Zusammenbauen sind. Und zwar fehlt dort noch ein Ersatzteil. Hier ist zwar der Zylinder und die Kurbelwelle, aber wir können nicht weitermachen, weil ein Ersatzteil gerade nicht auf Lager ist. Und zwar habe ich mir gedacht, in der Zeit, wo wir nicht schrauben können, aber ich trotzdem ja eigentlich jeden Tag ein Video produzieren möchte, machen wir immer so ein Unboxing-Video von irgendeinem Produkt, was ihr in den Kommentaren euch wünscht. Es muss im Online-Shop gerade verfügbar sein, sonst kann ich es ja nicht aus dem Lager holen. Und ich mache einfach davon ein Unboxing-Video und eventuell das ein oder andere werde ich euch dazu noch erklären. Heute habe ich mir das erste geile Produkt mal rausgesucht und zwar eine sehr massive digitale Messuhr. Viele fragen sich jetzt, okay, was ist daran so besonders? Es gibt eigentlich fast keinen weiteren Hersteller, zumindest habe ich keinen gefunden, der eine Zündzeitpunkt-Messuhr digital anbietet und das noch in solch einer massiven Qualität. Wie funktioniert das Ganze? Zumal ja auch viele, sage ich mal, gar nicht mit der analogen Uhr so richtig umgehen können. Das Ganze hier ist Kinder einfach. Ich habe mir hier mal einen Zinderkopf von True Extreme geholt. Das Ganze ist ausgestattet mit einem M14-Gewinde. Sehr, sehr wichtig, meine Freunde. Ein M14-Gewinde muss es schon sein. Halt sprich, so wie die meisten Minarelli, Piaggio und Roller-Modelle halt alle haben. So, das Ganze schraubt ihr hier oben rein, wo eigentlich die Zündkerze reinkommt. Ja, ist jetzt mal so simpel ein bisschen erklärt. Schraubt das Ganze richtig so einfach fest dran, ja, nicht jetzt irgendwie noch festziehen mit der Zange oder sonstiges. Nehmt ihr die Messuhr, wichtig, schmeißt die Messuhr nicht einfach so, auch wenn sie digital ist, nicht in die Werkzeugkiste oder sonstiges. Das Ganze ist ein empfindliches Messinstrument. Setzt das Ganze hier in das Loch an, schiebt das Ganze nach unten, fixiert das hier mit der Schraube in der Position, wo ihr das Ganze natürlich so haben wollt. Ne? Ihr könnt das Ganze noch natürlich, bevor ihr es fixiert, so drehen. So, fixiert das Ganze und dann könnt ihr hier die Messuhr einschalten. Ja, so, und wir gehen jetzt mal davon aus, die würde jetzt nicht auf 0 stehen, dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, die Messuhr auf 0 zu resetten. So, hier unten schaut der Pin natürlich raus, und da, wo natürlich auch der Kolben hinterher anstoßen soll. Und je nachdem, welchen Zündzeitpunkt ihr benötigt, könnt ihr dies natürlich jetzt wirklich super genau messen. So, was gibt es zu der Messuhr zu sagen? Messtoleranzen seht ihr in der Artikelbeschreibung. Ich werde das Ganze hier unten im Video nochmal verlinken. Und ich möchte euch einfach nur mal zeigen, weil es bei uns ein absoluter Topseller, wie massiv und welche Qualität diese Messuhr eigentlich hat. Ja, also dies ist wirklich kein günstiges Schrottprodukt und es ist wirklich ein Produkt, was euch wirklich hilft und super schnell euren Zündzeitpunkt einstellen lässt. Ja, ich werde das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren ein Produkt empfehlt, was aktuell auch wirklich bei uns lieferbar ist, was ich vielleicht morgen oder übermorgen für euch mal auspacken kann. Ich nehme es einfach aus Lager, sei es eine Luftfiltermatte, ja gut, da gibt es nicht viel zu erklären, oder eine Multivar, ein Auspuff. Oder ihr wollt einfach mal sehen, wie ist denn da der Lieferumfang, wie sieht das Ganze real life vor einer 4K-Kamera aus. Es ist ja immer noch ein, sag ich mal, eine andere Optik, wenn ich das Ganze hier vor der Kamera auspacke oder man sich einfach ein Foto im Online-Shop anschaut. Mache ich gerne, habe ich Lust zu. In dem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Schrauber-Video von unserem Interjet Dragster 125er Maxi-Video. Macht's gut. Ciao.